Hallo und willkommen zu einem ja etwas anderen Format. Ihr werdet euch wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben und euch wundern, hä? Retro-Dreikampf? Was ist das denn? Und zwar ganz einfach, und zwar hat der gute Onkel Weidemann vom Kanal Schroff gezockt, der Perodor vom Kanal, naja, Perodor und ich, wir haben uns zusammengetan und wir machen eine kleine Retro-Challenge. Und zwar durfte sich jeder von uns ein Spiel aussuchen. Und zwar am besten ja möglichst verschiedene Genres vom Gameboy her. Und wir treten da gegeneinander an. In dieser ersten Runde, ihr seht selber, ist Kung Fu Master dran. Wir haben als Gentleman's Agreement vereinbart, dass wir das Spiel natürlich nicht vorher großartig üben, da nicht unbedingt der Wettkampfgedanke, sondern eher der Spaß im Vordergrund steht. Zumindest sage ich das jetzt aus meinem Interesse, weil ich werde nicht gut abschneiden. Ja, auf jeden Fall ist hier die erste Folge. Dann erscheint immer am nächsten Tag auf einem anderen Kanal die nächste Folge, der dann versucht, den Stand des anderen zu schlagen. Und dann in der Woche darauf kommt das nächste Spiel. Also in dieser Woche wird es Kung Fu Master sein, in der nächsten Woche wird es Solar Striker sein und darüber hinaus in der letzten Woche und als letzte Challenge kommt das gute alte Tetris dann. Also haben wir ein Klopp-Spiel, ein Shoot'em'up. Und ein 1A-Rätselspiel haben wir eigentlich so das meiste fast abgedeckt. Jumpman fehlt die vielleicht noch. Auf jeden Fall habe ich euch natürlich die Kanäle unten verlinkt. Morgen geht es weiter bei dem guten Onkel Weidemann bei Schroff gezockt. Und dann halt beim Perodor. Die Links findet ihr alle unten. So, und dann würde ich sagen, beginnen wir gleich mal. Ich hoffe, dass ich nicht komplett schlecht abschneide. Wir haben nämlich ausgemacht, dass wir auf Hard durchspielen wollen. Also die Regel ist so, ich gucke jetzt, wie weit ich komme, bis ich Game Over bin und die anderen versuchen, das dann zu schlagen. Wird bei mir wahrscheinlich nicht ganz so schwer sein, das zu schaffen, da ich seitdem, mein zweiter Gameboy-Test überhaupt war das, seitdem habe ich das Spiel auch nicht mehr großartig angefasst. Also, schauen wir mal. Kleiner Schnitt, entschuldigt meine Aufnahmesoftware, wollte irgendwie nicht, keine Ahnung wieso. Also, wir wollen auf Hard spielen und dann schauen wir mal. So. Also ganz so schlecht halte ich mich ja gar nicht. Zack. Ganz komisch. Also ich habe das ja als Kind, habe ich das ja geliebt, das Spiel. Es war sogar, ich glaube, das erste Spiel, was ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe. Also mit meinem Bruder zusammen haben wir Taschengeld zusammengelegt. Und irgendwie kennt das jeder, das Spiel. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Weil eigentlich ist das Spiel gar nicht so was Besonderes. Also ich habe jetzt so ein bisschen Angst vor dem ersten Boss, ehrlich gesagt, weil der diese komische Kettensäge hat. Da bin ich schon auf den normalen Schwierigkeitsgrad immer so. Ich fahre mich hier gerade fest. Nicht gut. Ich werde nicht große Chancen haben. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich nicht schwer. Natürlich auch in den Boss jetzt reingehen mit so wenig Energie. Wird wahrscheinlich viele lachen, weil ich glaube, es gibt viele Experten von euch. Da gibt es, glaube ich, irgendwie so ein Pattern. Wenn er die Säge so hoch macht. Oh je, oh je. Der erwischt mich immer wieder. Also wenn ich die Säge so nach oben mache, dann muss ich schnell reingehen und treten. Also ich weiß, dass ich als Kind das Spiel nie geschafft habe. Zack! Ha! Gut. Also mein Minimalziel, was ich mir vorgenommen habe, habe ich schon mal geschafft. Puh. Ich habe nur noch ein Leben, ne? Gab es hier ein Bonusleben irgendwo, was man kriegen konnte? Ich wette, die anderen sind besser. Was auch nicht schwer ist. Ich habe übrigens nie verstanden, warum man in den Spielen auch schlagen kann.
Weil man hat dann einfach ja so eine kleine Reichweite. Und so viel schneller ist das Schlag hier jetzt auch nicht, ne? Komm her. Entschuldigt, wenn ich nicht ganz so viel rede, aber wenn ich zu viel laber, dann spiele ich noch schlechter als sonst. Also was mich echt bei dem Spiel mal so ein bisschen stört, das Gameplay ist ja einfach und knackig. Aber dass die Level auch so kurz sind, ne? Ich glaube, den könnte man hier irgendwie so austricksen, ne? Geht das? Komm her. Na, mal gucken. Also der war auf jeden Fall einfacher als der mit der Kettensäge. Ja, ja, komm her, wäre fair. Würde nicht viel bringen. Ja, wo ist er? Okay, Zeit haben wir noch genug. Also gehe ich mal auf Nummer sicher und bleib bei meiner Strategie, würde ich sagen. Ja, Fass. Könnte ich natürlich auch einfach ausweichen im Fass. Aber. Ja, komm. Wenn man so die Mechanik etwas austricksen kann, ne? Oh. Sollte ich echt jetzt aufpassen. Zack! Ja! Hahaha! Zwei Level geschafft. Ja, auch wenn es natürlich um die Ehre geht, man will natürlich jetzt hier auch nicht komplett blamieren. So. Ach stimmt, das Zuglevel, das fand ich damals immer klasse. Was denn gleich so dynamischer aussah irgendwie. Aber das weiß ich nicht, das war echt so mein erstes Spiel, was ich gekauft hatte. Vielleicht mein erstes Spiel sogar überhaupt, das... Oh, den habe ich aber getroffen. Okay. Ein Leben habe ich noch. Mal gucken. Weil was kauft man sich als... wie alt war ich da? Sagen wir mal 8-, 9-jähriger Junge, der mit Taschengeld für ein Gameboy-Spiel in den Spieleladen rennt. Natürlich irgendwas, wo cool Kung Fu draufsteht oder sowas. Damals hatte man ja nicht die Information, ja, welches Spiel gut ist und welches nicht. Zum Nachhinein denkt man sich natürlich, ja, hättest du dir vielleicht mal Mystic Quest dafür gekauft oder sowas. Oh. Okay. Mal das Pattern gucken. Ich könnte hier auf Nummer sicher gehen. Zeit habe ich noch. Wenn ich hierbei bleibe. Okay. Gut, das war's. Also, ich habe vorgelegt. Drittes Level, Endboss. Mal gucken, ob du weiterkommst, lieber Weidemann. Also, schaut morgen bei seinem Kanal vorbei. Es freut mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche einschaltet, wenn es bei Sodas Zweiger zur Sache geht. Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut. Tschüss.